Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Ja, ich bin mal wieder am Kriechen, ich habe meine Taste nach wie vor nicht umgestellt. Die einen oder anderen aus der letzten oder letzten Folgen wissen es bereits, dass ich mich jedes Mal ducke, wenn ich meine Aufnahmetaste drücke. Ich muss das Ganze mal umstellen, ich bin allerdings zu faul, ehrlich gesagt. Wir sind ja hier in dieser Stadt. Oh, da hinten ist sogar ein Pop-and-a-Pill-Laden, das ist sehr geil. Und hier haben wir ein Working-Stiff-Tools, hier haben wir noch einen Pillenladen. Und nochmal ein Hardware-Laden nebendran. Wir haben uns ja jetzt hier in dieser neuen Stadt niedergelassen, nachdem ich einen neuen Spielstand anfangen musste. Gute Nachrichten jetzt erstmal vorweg. Und zwar, der Spielstand wurde jetzt auch wieder neu von mir geladen letztendlich. Und es hat alles beibehalten. Das heißt, ich bin oder habe die Hoffnung, dass bis zum nächsten Update oder größeren Update von der Experimental Alpha 17, wo wir uns gerade befinden, ich hier dementsprechend meinen Spielstand endlich weiterspielen kann. Ich muss ein bisschen mit der Ausdauer aufpassen. Wie sieht es denn aber allgemein aus? Wir sind eigentlich schon wieder grob überladen. Das heißt, ich sollte mal ja in mein Häuschen gehen, wo ich bereits meine Kiste liegen habe und da erstmal weitermachen. Wie sieht es mit Skillpunkten aus? Holzrahmen müssen wir auch noch platzieren bzw. fertigen. 75 Holz haben wir nur. Und meine Ausdauer. Man sieht es jetzt unten links ganz schön. Und zwar, wir haben den, also rechts von der Ausdauer ist letztendlich der schwarze Bereich. Den kann ich nicht mehr auffüllen, bis ich letztendlich genug Nahrung beispielsweise zu mir genommen habe oder trinken und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin da jetzt drauf angewiesen, erstmal wieder mich auszuruhen, damit eben meine Ausdauer überhaupt mal wieder auf 100% kommen kann. Denn momentan eier ich so bei 50 ungefähr rum, höchstwahrscheinlich. Bedeutet auch, ja, wir werden jetzt einmal zurückgehen in der Hoffnung, dass jetzt kein Respawn in meinem Gebäude ist. Schlafsack haben wir platziert. Das ist auch schon mal, das ist um einiges geiler. Hier haben wir bereits auch wieder ein neues Gebäude oder ein neu designtes Gebäude. Eigentlich ist es das, es müsste fast das alte sogar sein, wo ich immer früher meine Basis, also Staffel 2 und so weiter, wo ich meine Basis gerne reingebaut habe. Nämlich die Gebäude hier aus Stein. Und das müsste letztendlich der, das neu designte Teil dazu sein. Wir schauen aber mal. Wird eigentlich... Oh, hat's meine Karte doch zurückgesetzt? Hier, wir haben uns hier drin, haben wir uns niedergelassen. Ich habe keinen Schlafsack platziert, so wie es aussieht. Das ist jetzt... Ich habe doch einen Schlafsack platziert. Der Schlafsack wird mir... Da ist er. Der Schlafsack wird mir allerdings gerade nicht angezeigt. Das ist ein bisschen komisch. Wir nehmen den mal auf und platzieren ihn logischerweise erstmal im Haus. So, hier ist, sollte jetzt normalerweise kein Respawn sein, was ich hoffe. Ne, hier ist auch ein Schlafsack. Oh, der Schlafsack wird mir nicht mehr angezeigt. Das ist ein bisschen schade. Na komm, hier kriegen wir noch Papier raus. Und hier haben wir bereits unsere erste Kiste, wo wir alles reinlagern, was wir momentan nicht brauchen. Und ja, wir machen uns jetzt dann erstmal wieder auf die Suche. Wir brauchen weitere Pfeile auf jeden Fall, weitere Federn. Wie sieht es eigentlich mit Wasser und Trinken aus? Ich habe leider noch keine UI-Erweiterung. Das heißt, ja, ich muss immer letztendlich hier reingehen und mir die Statistik angucken und zu schauen. Nahrung 58, Wasser 60. Das heißt, wir können durchaus mal was zu uns nehmen. Hier haben wir verrottetes Fleisch. Ach nee, wirklich? Nee, das verrottete Fleisch habe ich, glaube ich, so gefunden. Es war in der ersten oder zweiten Folge, wo ich den Hasen killen konnte. Da war es so, dass wir Fleisch hergestellt haben. Ob Fleisch jetzt mittlerweile verrotten kann oder nicht, wäre mal interessant zu wissen auf jeden Fall. So, hier hätten wir schon mal zwei Goldruten, die werden wir auch noch farmen gehen müssen. Und ja, wir brauchen jetzt eigentlich erstmal, brauchen wir Fleisch. Fleisch, dass wir in der Nacht dann Lagerfeuer haben und mehr Federn für mehr Pfeile. Hier unten, die Tür ist eigentlich relativ sicher. Hier werde ich noch eine, hier haben wir sogar schon eine Tür drin. Fenster gehen soweit erstmal. Nachts werden wir uns sowieso hauptsächlich sehr, sehr ruhig verhalten müssen. Dann machen wir es doch wirklich so, dann würde ich sagen, ja... Wir werden jetzt erstmal, ja, ein bisschen Nahrungssuche machen auf jeden Fall, ein bisschen jagen gehen und uns erstmal auf die Nacht jetzt vorbereiten. Momentan ist jetzt 13.21 Uhr, Tag 1, das heißt, ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall noch. Und ja, dann auch hoffentlich, Moment, auch die ersten Skillpunkte. Jetzt habe ich die Rahmen rausgehauen, ja, war ja klar. Und man hat es jetzt gesehen, nachdem wir jetzt gegessen haben und auch was getrunken haben, ist unsere Anzeige wieder höher gegangen, wo wir Ausdauer regenerieren können. Also das heißt, wir können jetzt wieder mehr Ausdauer regenerieren. So, ich hau hier nochmal ein paar Bärchen rein, bringt das eigentlich schon was? Ja, ein Bärchen beispielsweise bringt einen Punkt. Es bringt auch nur einen Nahrungspunkt. Also maximal Stamina 1 steht hier auch drin. Und Food Posing 0%. Okay, das heißt, ich krieg nur wirklich Ausdauer dazu und keine... Nö, doch, steigt auch. Langsam, aber sicher steigt auch meine Nahrung für einen Punkt jeweils pro Beere. Hält uns auf jeden Fall erstmal über Wasser und regeneriert halt jetzt ein bisschen wieder. So, den Gebietsschutzblock, den können wir eigentlich gleich mal rauswerfen. Fackel behalten wir mal, beziehungsweise Fackel klatschen wir gleich mal an die Wand. So, dann brauchen wir dreimal Blöcke.
Die Blöcke, die würde ich dann schon fast, ja, eigentlich hier hinsetzen wollen. Wir müssen jetzt aufwerten. Ich mache das jetzt alles nur für die Quest letztendlich. Moment. Damit wir die ersten Skillpunkte nämlich vergeben können. Denn da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, offline das Ganze. Und haben wir das Ganze mal angesehen. Und ja, wir werden auf jeden Fall erstmal auf ja, Stärke bzw. mehr Schaden gehen, auf Pfeile und so weiter. Denn der Schaden ist halt wirklich sehr, sehr gering, wie ich finde. Also da haben sie ordentlich das Ganze schwerer gemacht, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Also man muss auch sagen, das Spiel ist jetzt um einiges schwerer, macht mir aber auch Spaß. Also ist nicht unbedingt schlecht. So, Federn brauchen wir allerdings noch ganz dringend. Mit Federnnestern muss ich mal schauen. Wir erkunden, glaube ich, jetzt dann trotzdem aber erstmal so ein bisschen hier. Die Ausdauerregeneration geht recht schnell. Ein bisschen hier die Gegend, sammeln die einen oder anderen Federn noch ein. Bis wir dann einen Ofen bekommen werden, wird noch eine ganze Weile dauern. Lagerfeuer können wir eigentlich auch schon mal herstellen. Lagerfeuer kann man, glaube ich, wenn man es einmal platziert hat, nicht einfach so wieder aufnehmen. So, einmal reparieren. Sehr schön ist auch natürlich, dass jetzt, wenn man die Waffe repariert, sie unten dann bereits im ersten Slot drin ist und nicht wieder erst aus dem Inventar rausgezogen werden muss. Das sind aber so Miniteile. Aber selbst da sieht man, da hat sich irgendeiner Gedanken drüber gemacht und es läuft auf jeden Fall besser alles insgesamt. Und ich bin nach wie vor auch von der Grafik durchaus sehr positiv überrascht. Also ich hätte es mir gar nicht so gut vorgestellt. Und es läuft auch eigentlich recht flüssig, das Ganze. So, Vogelnester. Bei Vogelnestern wäre ich auch mal gespannt, wann die mal ein neues Design bekommen. Die sehen immer noch ein bisschen dahingeklatscht aus. Aber bei manchen Gräsern ist das auch noch so. Aber kommt sicherlich alles noch. Also ich traue dem Spiel oder den Funpimps sehr, sehr viel zu. So, das da vor uns müsste der Pillenladen normalerweise sein. Ein paar Steine nehmen wir logischerweise auch noch mit. Wie sieht es eigentlich jetzt hier mit Federn aus? Munition, 21. Ja, Steine haben wir genug. Holz hätten wir auch genug. Da rechts sehe ich ein Vogelnest gerade. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Die Geschwindigkeit vom Abbauen ist noch ein bisschen arg gewöhnungsbedürftig. Also er hat, ich glaube, viel schneller abgebaut. Allerdings, das ist auch wieder, was halt den neuen Skillpunkten oder den neuen Skillsystem dann dementsprechend erst freigeschalten wird. So, ja, komm. Ich will die Quest fertig kriegen. Wir platzieren es jetzt mal hier hin. Ich kann das, glaube ich, echt. Ja, man kann es leider nicht mehr aufnehmen. Ich könnte es zerstören. Kriegt da wieder Steine raus, allerdings die paar Steine. So, wir haben die Questreihe soweit abgeschlossen. Das heißt, wir haben unseren ersten Skillpunkt, da haben wir jetzt dann auch gekriegt. Kriegt man eigentlich noch die Quest? Oh ja. Beim Händler. Wir haben jetzt, und zwar, das ist auch neu, finde Trader, 255 Meter, eine Meteranzahl haben jetzt beim Trader. Das ist auch sehr nice, ehrlich gesagt. Damit man weiß, wie weit er weg ist von uns. Gar nicht so weit weg. Wir haben ihn ja eigentlich schon gesehen sogar in der ersten Folge oder in der dritten Folge. Das ist alles ein bisschen verwirrend, weil ich hier neu anfangen musste. Aber da haben wir es ja schon gesehen. Und ja, ich bin dann mal gespannt, wie das Quest-System insgesamt ausfällt. Also mir gefällt das mit den Fragezeichen beispielsweise. Ist schon mal sehr gut, dass man da eben den Questpunkt hat. Was ich ein bisschen schade finde, dass halt dass auf einmal der Schlafsack nicht mehr angezeigt wird. Oder ich muss das noch irgendwie in der Map einstellen. Aber nö, leider nicht. Der Schlafsack wird echt leider nicht mehr angezeigt. Ich glaube, wir müssen doch die Haltbarkeit der Waffen erhöhen. Denn gerade wenn wir auf Stein draufschlagen, ist halt die Haltbarkeit doch sehr gering. Wobei ich habe noch meine Spitzhacke, wieso nehme ich die eigentlich nicht? Bin schon wieder zu geizig, so wie es aussieht. Na, okay. Müllcontainer, bisschen buggy. Geht nicht überall auf. So, wieder erster Zombie. Da hinten kommt schon die nächste, die erste Schwester, oder? So eine Krankenschwester da hinten? Kann sein. So, er hier. Ich finde das noch ein bisschen extrem verwirrend. Und nicht hauen lassen, sondern nur ihn hauen. So, Pfeile rausziehen. Mache ich im Normalfall. Mir wurde es irgendwo bei der... Nee, es ist ein ganz normaler Zombie. Bei der ersten Folge wurde es mir irgendwie gesagt, ich würde die Pfeile nicht richtig recyceln. Ich glaube allerdings schon. Ich habe die bis jetzt jedes Mal, glaube ich, mitgenommen. Und ich bin mittlerweile wirklich ein Fan von... Ich war voll daneben. Ich bin mittlerweile echt ein Fan geworden von der Keule. Ah, diesmal bleibt es auch liegen. Die stehen normalerweise nämlich auch wieder komplett auf. Also, dieses kurz liegen bleiben kennt man ja eigentlich noch. Aber wir sollten vielleicht wirklich gleich mal die Skillpunkte vergeben, die wir jetzt gekriegt haben. Man soll nämlich durch den Abschluss der ersten Quest soll man Skillpunkte gekriegt haben. Aber ich würde mich trotzdem nochmal schnell einlesen wollen für die Skillung. So, das war's jetzt aber. So, und die Pfeile, leider bleiben nicht alle Pfeile auch ganz. Das heißt, manchmal zerbrechen die Pfeile. Ich glaube, das kann man mit einem Skill erhöhen, dass mehr Pfeile übrig bleiben. Aber was jetzt natürlich, was mir gerade sehr, sehr
Oder was sehr, sehr nice wäre. Oh! Oh, den muss man ja mittlerweile auch abbauen, okay. Ja, da drin ist die Hölle los, da werden wir jetzt erstmal nicht reingehen. Bringt uns nämlich alles nichts. Ich würde gern vielleicht noch ein normales Haus mir vornehmen wollen. Oder, habe ich da gerade einen Hirsch wegspringen sehen? Oh. Okay, wir haben einige Zombies geweckt, so wie es aussieht. Ich hoffe, die lassen halbwegs den Laden ganz. So, das sind drei Gläser. Was wir brauchen werden, ist auf jeden Fall Wasser. Ah, da kommt ein Dicker angerannt. Nee, komm hier. Bei euch habe ich, ich habe nicht so viel Nerven, mich jetzt mit jedem Zombie anzulegen. Ich würde lieber noch irgendwie was looten wollen. Am besten eigentlich sogar schon ein neues Gebäude, aber da wagen wir uns später. Also, man wird es definitiv sehen irgendwann. Wir gehen... Komm ich da hoch? Na, oh, Schulterschuss. Das war irgendwie Brust. Okay, der wird gleich wieder hochkommen, hoffe ich doch. Dann werden wir ihn erledigen. So, Vogelnester, sehr, sehr gerne. Das ist leider schon geplündert, beziehungsweise kann man nicht plündern. Die Zombies sind wohl auch um einiges intelligenter geworden, was die Wege angeht. Habe ich mir zumindest sagen lassen, dass die wohl, ja, nicht mehr so strohdoof sind und wirklich einfach irgendwie im Kreis, ja, blöd durch die Gegend rennen, wenn man sie anschießt beispielsweise, sondern dass sie wirklich um einiges intelligenter geworden sind. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Oh, hier ist leider die Kühlbox ist auch schon aufgebrochen. Ah, oben auf dem Dach pennt auch einer. Lass mal schlafen. Schlafende Hunde oder schlafende Zombies soll man nicht wecken. So, Müll durchsuchen ist momentan so meine Hauptoption. Also, was mir extrem auffällt, und ich glaube euch auch höchstwahrscheinlich, ist es wirklich so, ich konzentriere mich jetzt gerade am Anfang, wo ich noch nicht viel habe, muss ich mich wirklich auch auf kleine Müllsäcke konzentrieren, die irgendwo am Wegesrand liegen. Das habe ich früher nie gemacht. Ich habe die immer liegen lassen. Ich war echt kein Fan davon, einzelne Müllsäcke zu kontrollieren. Und mittlerweile ist es so ziemlich mein... Ah, schade, der ist auch schon aufgebrochen. Ist so ziemlich das meiste, was ich aufbreche. Ach du Scheiße. Komm hier. Oder? Ein... Ja, 20. Geht so. Ist es mittlerweile echt mein Haupt-Loot-Thema, diese Müllsäcke beispielsweise. Also man merkt durch den Schwierigkeitsgraderhöhung allgemein, hat sich das Spiel eigentlich für mich auch irgendwie komplett verändert. Also man muss schon wirklich mehr Autos looten, was ich auch normalerweise links liegen gelassen habe, Müllsäcke und so weiter. Und Autos finde ich momentan noch am spannendsten, weil da wirklich sehr viel Zeug drin sein kann, was uns am Anfang vor allem hilft. Jetzt eine Feder natürlich nicht unbedingt, aber ihr wisst, glaube ich, wie ich es meine. So, da vorne ist ein Diner und hier haben wir das Wasser, das ich die ganze Zeit schon gesucht habe. Wir haben nämlich hier ein paar Dosen, damit können wir dann nämlich schon mal Wasser abkochen über unserem normalen Lagerfeuer. Ich hoffe, das funktioniert noch ohne Kochtopf. Einen Kochtopf bräuchten wir nämlich auch noch. Wir füllen auch logischerweise mal, wenn wir schon mal da sind, auch gleich die Gläser noch mit. Ah, da kommt einer. Und mittlerweile, man rennt auch öfters mal, oder ich fange jetzt zumindest damit an, vor Zombies wegzurennen. Das habe ich vorher auch nie gemacht. Ich habe mich wirklich mit einfach mit jedem angelegt, weil ich es konnte. Also mir gefällt es im Moment sehr, sehr gut. Bin mal gespannt, wann ich zur Verzweiflung getrieben werde letztendlich. Ah, die Stadt hört hier aber schon auf, kann das sein? Das ist so eine, das ist eine kleinere Stadt. Es ist, ja, wobei, es ist relativ weit gestreut. So, passiert eigentlich was, wenn ich jetzt schleiche? Weil ich habe jetzt eigentlich vier, fünf Zombies an der Backe kleben. Was nicht unbedingt gut ist. Ja, verdorbenes Fleisch, das bringt halt auch nichts. Ich möchte mich nicht mit allen Zombies anlegen müssen. Sieben Matronen, einen Reifen, den brauchen wir wirklich noch gar nicht. Holz, schön und gut. Ah ja, den einen haben wir ab... Der eine ist abgedreht zumindest. Jetzt muss ich hier rein. Auch nicht gerade das leiseste, aber ich glaube besser als nichts. Hallo, ist hier jemand? Nein, ist nicht. So, Stoff sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Ich glaube, ein bisschen mehr Verbände und so. Da hinten ist ein Safe. Ist der, der ist auch neu, oder? Ah, ne, ist ein Mülleimer. Sah ein bisschen aus wie so ein kleiner Safe. Ich weiß nicht, ob sie die verändern haben. Ich habe noch keinen gesehen. So, da hinten drin ist Remy Demi. Looten aber hier erstmal die Schränke, zumindest die, die lootbar sind. Ja, einer, aber der kann erstmal warten. So, da haben wir noch einen Schrank. Ah, und da hinten ist auch einer. Okay, und ich sollte mich... Das lockt sehr viele andere Zombies an, auf jeden Fall. Das ist ein Problem. Ich hätte gerne den Kühlschrank mitgenommen. Oh, so nah muss ich dann doch nicht hin. Tag um den Krankenschwester. So, das war es leider immer noch nicht. Jetzt war es das.
Die Zombies lassen halt echt wenig fallen mittlerweile auch. So, Schwester. Ja, das ist normaler, aber der schlägt gegen das Auto. Das könnte durchaus böse enden. Ich hoffe, ich... Nee, er hat aufgehört, Gott sei Dank. Das kann böse enden. Kollege, du nicht. Okay, da werde ich mal mehr Schläge brauchen. Aber ich kann mich mittlerweile echt mit Nahkampfangriffen anfreunden. Ich hätte es niemals gedacht. Alpha 16 war so das Grausamste, was ich überhaupt machen konnte. Aber dass man hier sich auch ein bisschen oder viel mehr Zeit lassen muss, zwangsweise, geht's eigentlich. Ah, mir fehlt ein bisschen die Ausdauer im Moment wieder. Das einzige Blöde ist das mit der Ausdauer. Boah, alter Schwede. Boah, was ist denn hier? 4, 5? Hallo? Gottes Willen. Ja. Okay. Ich werde gerade hoffnungslos überfordert. Da hinten sind noch 2, 3. Also die Zombies gehen auch größere Wege mittlerweile. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sind zwar hier gerade alle weg. Was ist das denn? Oh, Kleber. Was ist das? Cool. Gibt's mittlerweile auch anscheinend. Da rennt ein Hase. Und ein großer. Da explodiert ein Autochen. Alles klar. Da werden wohl gleich die Zombies auch hinrennen. Das wird jetzt schwierig. Ich glaube, ich nehme eine Abkürzung und gehe erstmal wieder nach Hause. Das hat mir neben deiner jetzt erstmal keinen großartigen Sinn, aber hin geht's auch schon wieder weiter. Und ich glaube, hier irgendwo war unser Häuschen. Muss ich da hin? Ja, gerade durch die Zombies durch. Okay, wir gehen hier mal seitlich. Da ist gerade ein Zombie irgendwie vom Hausdach gefallen. Sah zumindest gerade danach aus. Das wird echt... Was macht denn der? Sein Trampolin? Da ist ein Griecher, der kann mich mal. Dem sollte ich normalerweise entkommen. Was ist mit dem kaputt? Okay, ist halt doch wirklich noch eine frühe Experimental. Der Farmer ist leicht seltsam. Aber bewegt sich leider immer noch genauso bescheuert wie zuvor auch. 43 Pfeile, das geht sogar. Da ist halt jetzt der Kopfschuss schwierig. Hm, den hat es leider zerrissen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Truthahn. Und schade ist halt, dass wirklich, also ich würde es wirklich auch eher begrüßen, wenn jetzt jeder Zombie da irgendwie was fallen lassen würde. Was wir aber nicht tun. Ah, da wäre nochmal Wasser. Aber Federn haben wir hier auch. Sehr hübsch. Da kommt einer. Hier haben wir noch eine Toilette, die wir looten können. Hier haben wir ein Waschbecken. Nochmal zwei Gläser. Sehr schön. Ich würde mich jetzt eigentlich dann trotzdem noch erstmal wieder darauf konzentrieren wollen, mehr Pfeile herzustellen, beziehungsweise erstmal zu sichern, damit ich hier dementsprechend ohne Probleme überleben kann. Das heißt, wir werden uns erstmal ja nicht großartig aufs Looten gleich versteifen, sondern wirklich auch erstmal schauen, dass wir genug Pfeile haben und dass wir uns verteidigen können. Vor allem da jetzt dann auch die Skillung, aber das sehen wir dann erst leider in der nächsten Folge. Ich habe jetzt ein bisschen verschätzt mit der Folgendauer und allem drum und dran. Ja. Vor allem auch mit meiner Ausdauer. Das mit der Ausdauer macht natürlich auch, also macht das ganze Konzept um einiges schwieriger. Sieht so krank aus, wenn da einfach die Pfeile drin stecken. So, die habe ich Gott sei Dank wiedergekriegt. Werden wir uns in der nächsten Folge, werden wir uns dann definitiv einmal die Skillung ansehen, sodass wir die ersten Skillpunkte vergeben können. Zombies töten hilft uns aber auf jeden Fall auch, um unsere Skillung weiter vorne voranzubekommen. Haben wir irgendwas, was wir uns nahrungstechnisch reinziehen können? Klar, das würde ich sogar diesmal fast auch behalten wollen. Mit Nahrung sieht es momentan ein bisschen mau aus. Und die kann ich nicht essen. Ich bräuchte noch irgendwie die Heidelbeeren. Schön und gut. Ein Feld wäre noch ganz sinnvoll. Ich sehe nur leider jetzt hier keins. Ja, die Zombie-Dame kommt auch langsam, aber sicher auf uns zugewackelt. Nahrung ist ein kleineres Problem. Ah, da ist ein relativ großes Gebäude. Vogeln ist das sehr schön. Wenn ich im Waldgebiet... Oh, jetzt hängt es ein bisschen. Wenn ich im Waldgebiet ein bisschen unterwegs bin, ist das ganz praktisch. Ah, Goldruten. Gottes Willen. Er kann nicht mal mehr normal zuschlagen. Wir sind so dermaßen im Arsch. Wir brauchen ganz dringend, bräuchten wir was zu essen. Aber ich glaube, auch jagen wird nicht unbedingt alles leichter. Oh, die Zombie-Dame. Oh, sie dreht wieder ab. Sehr schön.
Ich würde es ja feiern, wenn wir noch irgendwie eine Kühlbox finden würden oder irgendwas anderes. Boah, hier hängt es ein bisschen. Okay, ja. Wir hängen fest. Was ist jetzt? Irgendwas. Die Steuerung spackt gerade ein bisschen rum. Aber, ja, es geht. Sind wir so langsam? Ach so, wir sind hoffnungslos überladen. Deswegen. Okay, logischerweise. Ja, wir sind überladen. Wir schmeißen erstmal alles raus, was wir nicht brauchen. Beziehungsweise. Low Forest. Den habe ich. Wo kam denn der hier? Kann der eigentlich hier runter? Oh, das ging gut, Gott sei Dank. Ich wäre eigentlich noch gerne in die Tür rein. Wenn wir hier jetzt schon mal sind. Die halten einfach. Wir spielen nach wie vor, also ich habe nach wie vor das Ganze auf Krieger gelassen. Das heißt, wir spielen wirklich momentan noch auf Schwierigkeitsgrad Krieger. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Schwierigkeitsgrad tiefer wirklich besser wäre mit der, ja, mit der Stärke oder der Resistenz oder der allgemeinen Lebensdauer der Zombies, weil das ist schon mega krass, finde ich. Also, dass sie wirklich so viel aushalten auf einmal. 56, sehr nice. Hat sich das zumindest gelohnt. Ja, wir haben Hunger. Und je mehr Ausdauer wir verbrauchen, desto schneller verlieren wir halt auch die Nahrung wiederum. Komme ich hier wieder durch? Und wir haben wirklich sehr viel Hunger. Kommen jetzt nur noch auf knapp 50%. Jetzt ist halt die Frage. Durchkloppen oder nicht durchkloppen? Da ist ein Bett und alles. Ich würde mich, glaube ich, eher sogar, bevor ich mich jetzt hier irgendwie verkünstel, mich hier durchbauen wollen. So, Benzinfass. Pfeile erstmal abbrechen, beziehungsweise können wir gleich wieder anfangen. Wir bauen mal eine Leiter und wir müssen dringend lootlos werden. War hier, hier und hier. Da unten ist ein Skater-Zombie. Ich muss notfalls aus dem Fenster jetzt dann rausspringen, wenn irgendwas schief gehen soll. Ah, unser erstes Spülregal wäre das gewesen. Schade, ist allerdings voll, beziehungsweise voll wäre schön, ist leider leer. Und unser erster Zombie, der uns jetzt hier verfolgt. Ich würde eigentlich gern hier raus. Dreimal Holzleiter. Komm, eins. Nein! Zwei, drei. Geht das? Ja, geht. Das geht. Das ist sehr hübsch. Oh, es sind sogar zwei, die wir hinten dran kleben haben. Ich würde eigentlich sagen, für die Folge war es das Ganze wieder. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wir gehen jetzt dann erstmal zurück zu unserer Heimat, in der Hoffnung, dass wir nicht allzu viele Zombies in uns herziehen. Oh, sind das Kartoffeln? Das wäre mega geil. Das würde uns nämlich helfen. Ich habe auch nur noch 14 Leben. Ich sollte mal irgendwie schauen, dass ich an Leben wieder rankomme. Am besten eigentlich. Geht das eigentlich noch? Ja, 54 haben wir ja. Sehr schön. Einmal Wasser hinterher. Und Kartoffelpflanze. Das rettet mir, glaube ich, jetzt erstmal sogar den Arsch, damit ich die Kartoffel nämlich nehmen kann. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei 7 Days to Die. Dann an der gleichen Stelle. Dann sollte auch Nacht, dann kriegen wir auch die Skillung zusammen. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich würde mir noch freuen, wenn ihr mir gefällt, mir für die Folge da lasst. Wenn ihr mich abonniert, falls ihr noch mehr von mir sehen wollt. 7 Days to Die, irgendwelche anderen Spiele. Ich habe mehr als genug Spiele auf meinem Kanal. Schaut einfach mal bei irgendwas anderem auch vorbei. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Und ja. Mit dem Sinne, wenn ihr Zombie jetzt gleich tot ist, war es das Ganze erstmal. Ausdauer haben wir noch. Das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut.